Hallo ihr Lieben, hier ist die Eileen von Kasim Anime und ich habe heute ein wunderschönes Unboxing für euch. Und zwar von Bungo Stray Dogs. Ich habe euch die DVD mitgebracht, weil unsere Produkte generisch sind. Das heißt, DVD und Blu-ray sind gleich groß und die Extras sind auch dieselben. Nur die Qualität von der Blu-ray ist natürlich ein bisschen besser als bei der DVD. So, dann packen wir das nochmal aus. Und dann seht ihr hier auch schon unseren schönen Hardcover-Schuber mit Effekt. Die Karte kann man in der Regel ganz leicht ablösen. Und dann kommt nämlich noch ein wunderschönes Artwork von der Hafenmafia zum Vorschein. Und hier vorne die bewaffneten Detektive. So, wenn wir jetzt die Digipacks aus dem Schuber rausholen, seht ihr, es sind drei Stück, die auch alle unterschiedliche Vorder- und Rückseiten haben. Und dann packe ich mal das hier aus. Ja, meine durchsichtige O-Card. Ist natürlich auch cool mit diesem Effekt mit den japanischen Schriftzeichen. Und hier wieder die schönen Artworks von Atsushi und Dazai. Auf der Rückseite die Hafenmafia. Ich muss ja sagen, Akutagawa ist mein absoluter Lieblingscharakter. Ich finde den richtig cool. Und dann holen wir auch schon mal das Extra raus. Bei Volume 1 haben wir ein Booklet für euch, in dem ihr unterschiedliche Infos findet zu den Charakteren, was es so alles gibt. Ja, und auch unterschiedliche Character Designs. Das zu Volume 1. Dann Volume 2, auch hier eine durchsichtige O-Card, die wir ablösen können mit den zwei Artworks. Und was verbirgt sich hier als Extras? Ah, wir haben schöne Artcards. Und ein Poster von der Hafenmafia, und zwar mit demselben Artwork, das ihr auch auf der Rückseite von unserem Hardcover-Schuber findet. Diejenigen von euch, die bei mir auf der Animagic im Bungo-Panel waren, die wissen das schon. Aber der Nobuhiro Arai, der Character Designer, hat uns auch verraten, dass man diese Artworks zusammenhalten kann. Und dann ergibt sich hier die Skyline von Yokohama. Was finde ich ganz cool ist zu wissen. Das wusste ich nämlich vorher tatsächlich auch noch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie viele von euch Bungo Stray Dogs schon auf Crunchyroll gesehen haben. Es lohnt sich auf alle Fälle. Also bei mir hat sich der Anime auch zu meinem Lieblingsanime 2019 so weit entwickelt. Okay, ich lasse das mal draußen, das dauert jetzt zu lang. Ich will euch ja schließlich noch die Volume 3 zeigen. Ja, auch hier die Artworks. Jetzt gehen die Digipacks flöten. Und hier haben wir als extra noch einen Bungo-Magnet-Button, den ihr zum Beispiel an den Kühlschrank hängen könnt. Und dann habt ihr Bungo Stray Dogs auch in eurer Küche bei euch. Ja, das zum Produkt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ein kleiner Einblick. Und dann lasst euch von der Limited Complete Edition überraschen, was die Folgen so für euch bringen.